Hey Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Hardcore Fishing Quickie Edition. Wir haben zwei Stunden Zeit und wollen zwei Hechte fangen. Ja, Minimum. Minimum zwei Hechte. Ja, es ist ja richtig gut gelaufen mit Küfi. Drei Tage ein Fisch. Habt ihr ja bestimmt gesehen im letzten Video. Wenn nicht, guckt euch das an. Das ist ein gutes Video geworden. Und jetzt gehen wir mal schnell hier an die Gräben. Quickie, kurz nach der Arbeit. Die Sonne scheint gerade, schönes Wetter. Eigentlich nicht so geil für Hecht, aber egal. Ja, Wind, es könnte aber nicht so schlecht laufen. Ja, eigentlich. Wind ist auf jeden Fall auf dem Wasser, das ist das Wichtigste. Wir gehen auf Mini-Polder. Genau. In Deutschland. Wir sind in Deutschland unterwegs, das ist glaube ich auch der letzte Tag. Wir dürfen, der letzte Tag vor der Schonzeit. Letzte Tag vor der Schonzeit. Und jetzt müssen wir nochmal hier richtig angreifen. Die Größen, ja, wir erwarten so 50er, 60er. Ne? Das ist so Standard hier in den Gegenden und in Holland ist es natürlich... Sorry, wenn es ein bisschen wackelt, fängt der Pferd mit seiner kleinen Karre wieder wie ein armer Irrer. Okay, ja, bla 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 bla. Los geht's! Los geht's! Stefan, lass mal hier ein bisschen die Beken absuchen und so. Das macht Spaß am Feierabend. Und wumsi bumsi schlägt der Fento wieder zu. Schön beim ersten Wurf, oder was? Direkt beim ersten Wurf hier an der neuen Stelle. Wir haben rausgefunden, die stehen am Ende vom Wind. Wow. Junge, Junge, der hat noch ganz schön viel Power hier so für den. Ja, guck, wie der den quer genommen hat, ne? Ja, oh, krass. Voll genommen. Boah, ist echt kein schlechter, du. Guck dir mal an. Richtig voll gefressen, der Bursche. Boah. Junge. Was ein dicker Mops, Alter. Der hat Hunger gehabt. Und was für eine schöne Farbe, ne? Richtig toller Hecht, ey. Wahnsinn. Und ja, voll auf den Fento G. Also Winter. Ich werde, glaube ich, scheiß auf Köderfisch. Sind sowieso immer schwierig zu bekommen. Guckt euch das Teil an, Alter. Voll genommen. So, wollen wir den mal versorgen. Volley. Kurz messen hier auf unserer schönen neuen Scale. 78. So, wir haben jetzt im schnell gemessen. Also für diese Gewässer hier, guckt euch mal diesen kleinen Graben an. Deutschland. So ein fette Mutti, ey. 78 cm. Schöner Fighter. Er soll sich auch gerne reproduzieren. Oh, deine Hand, Alter, hat dich schon wieder übelst erwischt. Ah, ja, hat sich gerade geschüttelt. Wie immer. Na, es sind aber nur oberflächliche Kratzer, das ist jetzt nicht so schlimm. Na, das gehört bei einem guten Hechtangler mit dazu. Da schwimmt sie weg, die Mutti. Topfit. Ja, Nummer 1 in der ersten Stunde hat es schon mal geklappt. Ah, Gott sei Dank, ey. Guck hier. Sieht immer so heftig aus, aber da ist gar nichts, ne? Einfach festhalten, die Dinger, und dann ist gut. Tja, ich glaube, ich werde jetzt auch den Fanto G wechseln, Fink. Oh, ich sehe auch gerade, ich bin voll geballert hier. Ey, cool, ne? Also, geht einfach mal los nach dem Feierabend, ein paar Stündchen werfen. Im Winter hier mit Jerks, macht in diesen flachen Gräben, macht richtig Laune. Und ja, für deutsche Verhältnisse, ich würde sagen, in Holland, also für deutsche Verhältnisse hier so in diesen Gräben, in Holland das Äquivalent, das wäre wahrscheinlich so ein 90er oder so. Also gerade in diesem Graben hier, normalerweise 50, 60er. Und es ist top, ey. Super, super Verhältnis. Habt ihr gesehen, wie schön fett gefressen der war, ne? Ja, der war auch voll fett und ich denke auch voller Laich. Also das wird ein Laichfisch sein, der sich hier reproduziert. Den können wir jetzt nicht entnehmen, auf keinen Fall. Okay, weiter geht's.
Freunde, der gepflegt angekunst. Das war's, glaube ich, für heute. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. War geil, vor allem hier bei uns zu Hause. Bei uns zu Hause, effektiver als in Holland. Also, 2 Stunden, ein Hecht, einen richtig guten Hecht. Richtig geiler Hecht. Einer war zu blöd zum Beißen, ist voll daneben gejumpt. Ja. Tja, was willst du machen? Egal. Für so ein Quickie richtig cool. Für so 2 Stunden war es eine richtig geile Aktion. Ja, richtig geil im Wetter jetzt auf einmal wieder. Ja, ist ganz schön wechselhaft. Ne? Aber ich glaube, der Wind, der macht. Der Wind, der macht aus. Ja. Ja, wenn euch das gefallen hat, lasst mal ein Like da. Schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr Quickie Bock habt. Wer hat Bock auf Quickie? Okay, Leute, dann viel Spaß bei der nächsten Folge. Wir sehen uns. Bleibt immer schön hardcore. Ciao.